Mausmäuse. Natur SelMcKenzie. Die Filmbilder hat der Autor in der Ukraine gedreht. Video. Die Mäuse, Mus, sind eine Nagetiergattung aus der Gruppe der Altfeldmäuse, Murinae. Die Gattung umfasst knapp 40 Arten, von denen die Hausmaus die bekannteste und am weitesten verbreitete ist. Die meisten anderen Arten leben in Afrika sowie in Süd- und Südostasien. Mäuse erreichen eine Kopfrumpflänge von 4,5 bis 12,5 cm, hinzu kommt ein 3 bis 11 cm langer Schwanz. Das Gewicht, soweit bekannt, variiert zwischen 12 und 35 Gramm. Das Fell ist je nach Art weich, rau oder stachelig, seine Färbung variiert an der Oberseite von hellgrau über verschiedene Grau- und Brauntöne bis schwarzbraun, die Unterseite ist heller. Der Schwanz erscheint unbehaart, ist aber mit feinen Haaren bedeckt. Verbreitung und Lebensraum eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet umfasste offenbar Afrika, Südeuropa sowie weite Teile des südlichen und südöstlichen Asiens. Die Hausmaus hat im Gefolge des Menschen eine weltweite Verbreitung erlangt und lebt als einzige Art auch in Amerika und Australien. Mäuse kommen in verschiedenen Lebensräumen vor, darunter Wälder, Savannen, Grasländer und felsige Gebiete. Manche Arten haben sich aber derart auf ihre Rolle als Kulturfolger spezialisiert, dass man sie meistens in der Nähe menschlicher Behausungen findet. Neben der Hausmaus gilt dies für die afrikanische Zwergmaus, in eingeschränktem Maße auch für die Reisfeldmaus und die Falbmaus. Lebensweise eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die wild lebenden Arten sind überwiegend nachtaktiv, die kulturfolgenden Arten hingegen können zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv sein. Sie sind überwiegend Bodenbewohner, können aber gut klettern sowie, zumindest im Fall der Hausmaus, auch schwimmen. Als Ruheplätze dienen ihnen Felsspalten, selbst gegrabene Erdbaue oder menschengemachte Unterschlupfe. Mäuse ernähren sich von vielerlei pflanzlichen Materialien, etwa Samen, Wurzeln, Blätter und Stängeln. Einige Arten fressen auch Insekten und andere Kleintiere, wenn verfügbar. Die kulturfolgenden Arten fressen jedes verfügbare menschliche Nahrungsmittel sowie Seife und andere Haushaltsmaterialien. Systematik eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Mus musculoides, eine afrikanische Mäuseart. Wilson und Rieder, 2005, führen die Mäuse als Namensgeber der Musgattungsgruppe, die daneben noch die äthiopische Streifenmaus, Muriculus imberbis, umfasst. Nach den genetischen Untersuchungen von Lecompte et al. 2008, bilden die Mäuse eine eigene Tribus, Murinae, innerhalb der Altweltmäuse. Insgesamt sind 39 Arten bekannt, die in vier Untergattungen unterteilt werden können. Untergattung Mus. Mus borduga ist auf dem indischen Subkontinent verbreitet. Die Reisfeldmaus, Mus caroli, bewohnt das südliche China und Südostasien. Die Falbmaus, Mus cervicolor, ist bruchstückhaft vom nördlichen Indien bis Indonesien verbreitet. Die Cookmaus, Mus cookidi, bewohnt das nördliche Süd- und Südostasien. Die Zypernmaus, Mus cypriacus, ist auf Zypern endemisch. Mus famulus kommt an der Südspitze Indiens vor. Mus fragilicaruta ist von wenigen Fundorten in Thailand und Laos bekannt. Die makedonische Hausmaus, Mus macedonicus, lebt auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien. Die Hausmaus, Mus musculus, lebte ursprünglich in Eurasien, hat aber im Gefolge des Menschen eine weltweite Verbreitung erreicht. Die Ehrenmaus, Mus spicheligus, ist im mittleren und östlichen Europa verbreitet. Die algerische Hausmaus, Mus spretus, kommt im westlichen Mittelmeerraum, im nordwestlichen Afrika und der Iberischen Halbinsel, vor. Mus terricolor ist auf dem indischen Subkontinent verbreitet. Untergattung Nanomus. Mus boolei kommt von Guinea bis Togo vor. Mus buffo bewohnt ein kleines Gebiet am ostafrikanischen Grabenbruch.
Omus Koloverti lebt im Süden der Demokratischen Republik Kongo und in Angola. Omus Grunde ist nur von einem Fundort in der Zentralafrikanischen Republik bekannt. Omus Hausa bewohnt ein großes Gebiet in Westafrika. Omus Indutus kommt in Trockengebieten im südlichen Afrika vor. Omus Mahomet ist vom äthiopischen Hochland bis Uganda und Kenia beheimatet. Omus Matheui lebt im westlichen Afrika von Senegal bis Ghana. O die afrikanische Zwergmaus, Musmen Uturides, ist vom südlichen Sudan bis Südafrika verbreitet. Omus Musculoides bewohnt weite Teile des westlichen und mittleren Afrika. Omus Nervii bewohnt Sambia und Südafrika, möglicherweise auch noch weitere Länder. Omus Orangia kommt in höher gelegenen Gebieten in Südafrika und Lesotho vor. Omus Ubangui ist nur von einem Fundort in der Zentralafrikanischen Republik bekannt. Omus Cetulosus hat ein bruchstückhaftes Verbreitungsgebiet im westlichen und mittleren Afrika. Omus Setseri ist aus Namibia, Botswana und Sambia bekannt. Omus Sorella lebt im Bereich des ostafrikanischen Grabenbruchs. Omus Tenellus bewohnt Trockengebiete vom Sudan und Äthiopien bis Tansania. O die Tritonsmaus, Mus Triton, ist im mittleren und östlichen Afrika verbreitet. Untergattung Lomus. Omus Crocidoroides lebt im westlichen Sumatra. Omus Majori ist auf Sri Lanka endemisch. Omus Pahari lebt in weiten Teilen Südostasiens. Omus Vulcani kommt nur in Gebirgsregionen im westlichen Java vor. Untergattung Pyromus. Omus Fernandoni ist auf Sri Lanka endemisch. Omus Philipsi lebt in Indien. Omus Platytrix bewohnt das mittlere und südliche Indien. Omus Saxicola bewohnt den indischen Subkontinent. Omus Shortridgei kommt im nördlichen Südostasien vor. Die algerische Hausmaus, die makedonische Hausmaus, die Ehrenmaus und die Zypernmaus wurden lange als Unterarten der Hausmaus angesehen, erst durch jüngere morphologische und biochemische Analysen wurde ihre Eigenständigkeit erwiesen. Gefährdung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die meisten Mäusearten sind häufig und nicht gefährdet. Ein paar Arten mit kleinem Verbreitungsgebiet zählen jedoch zu den bedrohten Arten. Die IUCN listet M. famulus und M. fernandoni als stark gefährdet, endangerät, sowie M. majori und M. vulcani als gefährdet, vulnerable. Für M. crocidoroides, M. fragilicauda, M. gusungde, M. nervii und M. ubangui liegen zu wenig Daten vor.